Das ist eins der größten Modelle, die Karakat baut. Es ist aus GFK, teilweise sogar aus Kohlefaser. Es ist sehr, sehr leicht. Wir kommen aber hier wahrscheinlich über die 3,5 Tonnen. Ist das korrekt? Das ist richtig. Da haben wir noch nicht geschafft. Wir verarbeiten auch noch, wenn wir vieles Carbon benutzen bei dem Aufbau. Irgendwann mal kommen wir. Irgendwann schaffen wir es, hat er gesagt. Wir sind hier überall 3,5 Tonnen, Jan. Das ist aber auch nicht das große Problem. Man könnte es ja auf einen Tieflader packen. Viel, viel wichtiger ist die Breite, damit es kein Schwertransport wird, richtig? Richtig, aber wir sind 2,50 Meter breiter. Und auch Zugmaschine, da kommen wir also um die 16 Meter mit dem. Guten Morgen, Leonie. Du bist hier am Stand und führst normalerweise den Leuten das vor. Was sind denn die meisten Fragen, die so kommen? Wie groß das ist, wie viele Schlafplätze wir haben, was alles möglich ist von der Ausstattung her, solche Fragen mal. Preis auch mal? Preis auch natürlich. Preis auch. Kommt dann auch irgendwann. Du hast selber ja 2 Stück bestellt, richtig? Genau. Von hier, von meinem Gehalt. Es ist unglaublich schick, muss man schon sagen. Also es ist so, dass man sowas haben möchte. Jetzt sind es ja oft die Älteren, die das Geld haben, leider, ja. Aber ist das nicht ein Traum auf dem Wasser, oder? Klar, natürlich. Wasser und Land zu verbinden, finde ich, hört sich sehr gut an. So ein Ort, wo du jetzt zum Beispiel ganz gerne wärst? Am Mittelmeer. Am Mittelmeer. Und wo da? Mallorca? Ibiza. Ja, war ja vollkommen klar. So, Leonie, wenn du mal kurz auf die Seite rüber gehst und da können wir das ganze Ausmaß mal betrachten. Du bist 1,73 Meter groß und da sieht man auch schon, es ist ja jetzt nicht zu Wasser gelassen. Wenn du mal kurz zu mir kommst und dich mal ganz kurz vorstellst, du bist der? Ich bin der Harun Yenice, Geschäftsführer. Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Du hast die mitentwickelt, richtig? Ich habe mitentwickelt. So, jetzt die Frage, kann man das hier auch ausfahren? Kann man ausfahren. Pontons werden 60 cm jeweils außen gefahren. 1,20 Meter hat man insgesamt noch breiter. So, das heißt, die werden 60 cm ausgefahren. Das ist natürlich für die Stabilität unglaublich gut. Genau, Stabilität haben wir erreicht, damit wir so eine bessere Statik haben. Und das hilft und erlaubt, fast eine naturelle Gyro zu schaffen, 30-40%. Also das können wir mal zeigen. Die Frage ist immer, du bist jetzt irgendwo auf dem Mittelmeer, du bist alleine. Ist da so ein kleines bisschen Angst, hättest du da? So ganz alleine, so auf dem Meer? Nö, warum? Man darf ja sowieso nicht weit auf dem Meer fahren, denn die Zulassungen sind nur 1,5 Meilen. Aber das Fahren ist einfacher, als man denkt, oder? Klar, natürlich. Das Fahren ist nicht schwer. Das würde ich nicht behaupten. So, das können wir nämlich mal sehen. Antrieb ist Elektro? Elektrik. Dafür also, wir haben einen guten Hersteller, einen französischen Hersteller auf der Pontons Mitte oder Pontons kann man auch einbauen. So, wenn du mal so lieb bist, das mal der Jan mal kurz innen erklärst. Ich komm gleich mal zu euch. Wir gucken das mal gerade noch mal ein bisschen von außen an. Obendrauf ist ein Sonnendach. Also das ist sehr, sehr schön, ein Flydeck fast, oder? Ja, korrekt. Es ist unglaublich schön geworden. Das ist die große Version. Warum soll ich denn die kleinere kaufen? Kleinere können Sie überall mitnehmen, auch wegen Gewicht. Da haben Sie aber ein bisschen weniger Platz. So, hier ist schon viel Platz drin. Das können wir jetzt gleich mal sehen. Ich zeige euch gerade mal, wie das Ganze ausgefahren wird. Also hier ist es jetzt gerade eingefahren. Man sieht das, glaube ich, ganz gut. Das spielt auch keine Rolle hier für die Messe. Und hier ist es ausgefahren komplett. Allerdings, wir haben hier 50 cm. Noch Zentimeter haben wir immer noch so auszufahren. Okay, das ist nur mal zum Zeigen, dass das geht. Da unten sind Rollen drauf. Das heißt, man könnte es jetzt bewegen oder geht es nicht? Jetzt leider nicht, weil das ist vorgesehen immer nur ins Wasser. Gut, das heißt, wenn es drin ist im Wasser, kann es ausgezogen werden. Ist das Boot denn auch sicher? Also, dass, wenn hier jetzt mal ein Leck oder so irgendwas kommt? Nee, kommt nicht. Das ist absolut sicher. Ausgeschäumt innen drin oder wie? Also ausgeschäumt nicht. Wir haben also Kammern. Wir haben Kammern. Ja. Zwischenkammern also für Stabilität oder wenn es auch was Unfall passieren würde. Okay, das heißt, es ist noch keins untergegangen, oder? Noch keins. Aber auf Bedarf kann man auch schaumen. Kann man auch Schaum füllen. Das geht auch. So, ich guck mal gerade. Also das ist das von der Seite. Ein sehr, sehr schönes, schlichtes Design.
Und drinnen, da geht einem das Licht auf. Das Ganze ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, aufgrund dessen, dass es in der Türkei gebaut wird, einigermaßen bezahlbar, oder? Das heißt also, hier im Yachtbereich geht es ja erst los bei einer Million und mehr. Das hier ist wesentlich günstiger. Wir können also, weil wir Serieproduktion auch Stückzahl gehen, deswegen Preis-Leistung her ist es zahlbar. Ungefähr der Preis hier von dem Boot? Basispreis ab 150.000 bei größeren. 150.000? Ja. Das ist günstig. Das ist günstig, wissen wir. Das geht nur, wenn man Serieproduktion hat. Das Coole ist, man kann es reparieren. Das ist das ganz Besondere beim GFK. Ich zeige mal gerade, hier vorne gab es beim Rangieren ein kleines Malheur. Das spielt gar keine Rolle, man kann das wieder ausbessern. Kann man wieder ausbessern. Kann man hier auch noch Wilnester mit Glasfaser und darüber ist eine Gelcoat. Gelcoat ist eine Farbe, dass man auch noch Farbe als in eine Spachtel verarbeiten können. Dafür braucht man nicht ganze Seite lackieren. Also sollte mal irgendwas passieren, also jeder, der sich auskennt mit GFK, kann das Boot jederzeit reparieren und zwar in dem Zustand, dass es anschließend wieder ist, so wie neu quasi. Korrekt, korrekt. Auch so. Mit Gelcoat ist es noch viel leichter, weil das ist dieses Spachtel und Farbe ist gleich in eine. So, und das Ganze kann man natürlich auch noch schützen hier mit Pontons an der Seite. Das sieht man ja sehr schön. Hier vorne sind natürlich die Tanks drin, richtig? Richtig. Wir haben also 200 an einer Seite, 200 an der anderen. Insgesamt wir haben 400 Liter Frischwasser und auch 400 Abwasserinhalt. Ja, man kann natürlich auch eine entsprechende Aufbereitungsanlage einbauen. Das heißt, ich kann direkt aus dem Seewasser zum Beispiel auch Trinkwasser machen, das geht. Ich kann aber auch aus Flusswasser kann ich Trinkwasser machen. Kann man machen. Das technisch heutzutage erlaubt das. So, wenn ich dann einen Führerschein habe, ist es auch stark genug, dass ich auch auf ganz bestimmte Schifffahrtsstraßen fahren darf. Also das ist auch wichtig. Mit den kleinen Motoren führerscheinfrei darf man zum Beispiel nicht auf den Rhein. Aber mit den, ich sag mal, großen geht das. Das ist richtig. Deswegen also selbst bei 8 kW geht. Wir haben also Reisegeschwindigkeit 6 Knoten und 9 Knoten ist Höchstgeschwindigkeit. Rhein hat ja nur 6 Kilometer. Das heißt also, es wird ein bisschen mühsam, aber auch selbst mit kleineren Elektromotoren geht. Ja, auf Wunsch. Nachfragen, also wenn da jetzt jemand wirklich Bedarf hat, man kann auch aufrüsten, oder? Auf jeden Fall. So, hier vorne sieht man auch, die Tür ist aus GFK? Tür ist auch aus GFK, aber den möchten wir in Zukunft mit Alurahmen ausstatten. Mit einem Alurahmen. So, sieht man hier sehr schön. Innen drin ist natürlich eine Heizung, das heißt also, es ist auch benutzbar im Winter? Natürlich, das ist also Kombi mit Dieselheizung, Webasto, beheizen wir auch drin. So, alles in Handarbeit, richtig? Fast, im Moment fast. Aber wir sind im Moment, also wir gehen in halbmanuell Herstellung. So, dann kommst du rein und hier sieht man sehr schön 2,50 Meter Breite, das schafft viel Raum. 2,50 Meter von außen, aber drin haben wir 2,35 Meter übrig. So, 2,35 Meter, schick, oder? Sehr schick. Es ist das helle Holz und das ist ja immer so eine Frage bei dir, die es irgendwie recht zu machen, ist ja schon schwierig. Also ich bin eben hier reingekommen, habe mir gedacht, wir haben ja schon eine gefilmt und das hier, das wäre wahrscheinlich das Modell, was mich begeistern würde. Warum? Weil erstens das Holz halt so schön warm ist und im Kontrast zu den weißen Möbeln finde ich, das passt halt alles zusammen. Und vor allem stell dir vor, du bist am Meer. Mhm. Ja. So, es gibt jetzt ein paar Sachen, da hat die Leonie dir bestimmt schon gezeigt, was hier alles drin ist, oder? Ja. So, erklär mal bitte. Also wir fangen an, hier haben wir einen kleinen beheizbaren Becher-Ablageplatz. Das war echt das Erste, was ich gefragt habe. Was ist das genau? Deshalb, das haben wir eben gemacht. Es gibt viele kleine Gadgets, aber ich glaube, die zeigen wir euch einfach, während wir durchlaufen. Genau. Okay, das können wir gerne machen. Hier vorne ist eine Sitzgruppe. Man kann aus der Sitzgruppe auch ein Bett machen, nehme ich an, oder? Ja, genau. Da muss man den Tisch runterfahren und dann kann man daraus ein 1,40-Bett bauen. Ja, bitte, John? Ich würde sagen, für wie viele Personen ist das generell ausgelegt? Für 4 Personen vorgesehen. Okay. Ja. Für 4 Personen. Es sieht auf jeden Fall von außen sieht's unglaublich schnittig aus, so als wäre man Multimillionär. Muss man aber gar nicht sein. Preis, was denkst du, was kostet? So 250.000? Es geht los bei 150.000. Ein gut ausgestattetes könnte natürlich im Preis ein bisschen steigen. Das ist die Dieselheizung. Guck mal, also dass auch schön warm ist. Gibt einen großen Dieseltank mit drin. Es fährt mit Strom,
Und das ist natürlich auch interessant. Man könnte jetzt ein Stromaggregat einbauen, dass man während der Fahrt den Strom produzieren kann für den Elektromotor. Das würde gehen. So, das funktioniert. Eine große Küche. Natürlich darf auch hier eine Mikrowelle nicht fehlen. Klar, muss ja irgendwie sein Essen aufwärmen am nächsten Tag. Am nächsten Tag, wenn es dann kommt. Ja, der Koch hier ist vielleicht ein bisschen klein, dass der man Koch ist mitfährt. Ist halt dann doch noch nicht Multimillionär, genau. Irgendwo muss man dann halt. Ich frage mich immer, wenn ich so Geräte sehe wie Dometic. Ja. Kommt das aus dem Schiffsbau oder? Weil wir kennen das ja von den. Da ist es so, dass die begonnen haben eigentlich mit der Marinetechnik. Die kommen gar nicht aus der Karaman-Technik, wenn das eine Frage war. Und denn hier ist zum Beispiel jetzt ein Zehner drin von Dometic. Den gibt es einmal als Kompressor und gibt es einmal als AES-Kühlschrank. Da wir hier gasfrei sind, ist das eine Kompressorversion. Und der macht sich hier natürlich auch sehr, sehr gut. Der ist sehr leicht, das ist der Vorteil. Das heißt, wir sprechen ja hier bei Leichtbau. Man hätte auch was anderes einbauen können. Aber das ist servitierbar. In jeder Marina, richtig? Ja, dass jede Marine gewöhnt, dieses Marke zu nutzen, genauso wie wir. So, das können wir mal schauen. Dann die Spülmaschine von Electrolux. Auch da kann man nichts falsch machen. Da darf ich spülen während der Fahrt oder ist das ein Problem? Ja, also das ist nicht ein Problem. Wir haben also Inventar drin und auch stärkere 3000er, da können wir auch das benutzen. 3 kW Strom kann generiert werden, ja, hast du mitbekommen? Obendrauf ist Solar, das heißt, man ist natürlich nur an Plätzen, wo es schön ist, richtig, Leonie? Klar, man kann ja autark stehen und wenn es irgendwie schlecht ist, das Wetter, kann man wegfahren, aber nicht so schnell. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ja, frag doch einfach. Du wolltest fragen, ob man das auch leicht steuern kann. Meine Frage war, wenn man auf dem Wasser ist, wie ist das denn eigentlich mit den Wassertanks? Weil, wie gesagt, wir kommen ja aus der Wohnmobilindustrie, da hat man ja immer sein Wasser mit dabei. Gibt es hier irgendwie ein System, wo man das direkt aus dem... Wir haben 400 Inhaltkapazität, ja. Aber es gibt auch noch technische Möglichkeiten, dass man auch noch Wasser vom Meer auch nehmen, ja, genau. Und auch noch sauber machen können, nutzen können. Okay. Till, komm hoch. So, da vorne ist unser Fachjournalist für die Boot, nämlich... Till, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, komm ruhig mal rein. Das hier ist quasi ein Wohnmobil auf dem Meer, so kann man sagen. Ja, stellt man auf so ein Ponton oder wie heißt das? Ponton. So, und das funktioniert super. Ich nehme an, du hast ja gerade für 2,50 Euro einen Kaffee gezogen, oder wie? Ja, 3,90 Euro, aber ist egal. 3,90 Euro? Ja, gestern sogar mal 4,80 Euro. Okay, ist halt so hier auf der Boot, da denken die alle, du hast Geld. Ja, das ist so. Ja. Hättest du hier auf dem Stand auch umsonst bekommen. Hier ist jeder wichtig. So, Echtglas alles hier? Echtglas, alles jetzt, ja. So, und das Ganze, komm, wir gucken mal hier vorne. Das ist der Steuerstand, Till, komm mal mit. Und die Jan, die darf sich jetzt mal setzen, hier vorne hin. Und auf Wunsch kriegt man auch einen richtigen Sitz hier rein, oder? Richtig. So, wenn man das haben möchte. Das hier wäre jetzt eher, dass du jetzt irgendwo bist in Ibiza. Das wäre jetzt deine Ferienwohnung. Du wärst in der Marina drin. Da vorne ist dein 230-Volt-Anschluss, siehst du es? Und USB. Ach, ja, sehe ich. So, und da vorne ist auch ein Tablet. Das heißt, ich sehe dann auch alles auf Wunsch sogar mit. Damit kann man auch noch oben fahren können, auch mit Motor fahren können. Alles können Sie hier steuern. Und auch, Netflix? Auch gibt's. Ja, okay. Netflix, guck mal hier vorne. Ja, wir haben ja bereits ein Boot. Wir waren ja auf der Saar und sind ja einfach losgeschickt worden mit einem Hausboot. Da gibt's eine große Doku-Serie bei uns auf dem Kanal. 7 Tage Hausboot. Und die haben uns eine Einweisung gegeben. Ich hatte keinen Führerschein. Die Einweisung war eine Dreiviertelstunde. Dann hat man uns einen Schlüssel gegeben, hat gesagt, vielen Dank und tschüss. Und dann waren wir sehen uns. In der Schleuse in allem. Ah, entspannt. Ja, entspannt war so, meine Frau schlief noch und ich habe abgelegt selber, bin draufgestiegen und bin gefahren auf der Saar. Da ging mir schon ein kleines bisschen der Kackstift, muss ich sagen, weil da ist Strömung drauf, du fährst in die Schleuse rein, man kann die Schleusen anrufen. Das ist aber einfacher, als man denkt, oder? Ja, also das Erfahrung braucht man dafür. Ein kleines bisschen Erfahrung. Guckt euch unsere Filmserie an. Das ist ganz witzig, weil du nämlich in der Schleuse das Boot seitlich festmachen musst. Und das war der Job von meiner Frau. Und die hat irgendwie nach 7 Tagen gemeint, ja, sie kriegt langsam jetzt einen Muskelkater. Ja, das ist, weil man muss das Boot seitlich festhalten. Das ist etwas, was du kennst. Jetzt ist natürlich bei euch unten in der Türkei ist es besonders schön, oder? Wenn man da unten liegt. Ja, Türkei kennen Sie, eine Urlaubgegend. Ja, das stimmt. So, und jetzt kommt es noch viel besser. Ich habe hier 2 Meter mehr. Till, hier vorne ist eine Küche mit drin. Guck mal, da ist alles drin, was du brauchst. Da haben wir schon reingeguckt. Ach so. Ja, ist aber nicht so schlimm. Du bist ja erst später gekommen.
So, da vorne ist ein Radio mit Bluetooth. Guck mal hier, das ist so ein Seesystem. Und ein Funkgerät, ne? Und ein Funkgerät. Da kann ich den Schleusenwärter an oder Hafenmeister anfunken, ne? Für Seegleise und auch für Schleusen Kommunikation zu haben, braucht man, muss man haben. Oder halt ein ganz normales Telefon, das geht auch. Man kann die auch anrufen mittlerweile. Da vorne ist ein Kleiderschrank, bitte mal aufmachen, sei so lieb. So ein großer Kleiderschrank. War groß, aber dass man ihnen auch noch unsere Technologie zu zeigen. Hausboote, leider, wenn sie als Hausboot immer sagen, die arbeiten mit dem Technologie wie Caravans, aber das ist komplett alles Marine. Okay, also komplett ausgestattet wie ein großes Schiff, oder? Richtig, richtig. Elektrik, alles auch sauber beschriftet, wie ich hier sehe, von A nach B? Ja, absolut, ja. Ist ordentlich, ist schön. Ja, muss man. So, und das Ganze soll ja auch noch lange halten. Salzwasser ist ja das ganz große Problem, also muss abgedichtet sein, muss halten. Alles ist hier bespannt mit Mikrofaser, das sieht schon mal gut aus. Wenn du mal durchgehst bitte, sei so lieb. Und das hier ist der Nassbereich. Leonie, 1,73 Meter, geh ruhig mal rein. Wir können noch Leute mit 2 Meter duschen. Guck mal hier, man hat doch so viel Platz, man kann sich einmal um die eigene Achse drehen. Das klappt auch. Ist es schön hier, Till? Ja, Hausboot ist immer ein Traum. Er hat zu mir gesagt, wir sollen nicht sagen Hausboot, weil ich sag mal so, ein Hausboot ist etwas, was meistens liegt, nur liegt und das hier ist ein richtiges Schiff, was man auch fahren kann. Richtig, eine Katamaran, das ist eine Katamaran, mehr als ein Katamaran, weil das ist eine Maximum Mobilität und Flexibilität hat. Mit dem können Sie überall nehmen, mitnehmen, fahren, wo Sie Platz finden, lassen Sie Wasser. Genießen Sie oder nehmen Sie, bringen Sie Ihr Haus oder gehen Sie auch wie eine Karawane auch urlauben. Mhm. Hier vorne ist das Waschbecken, ist freistehend. Das ist wie bei euch in der WG, oder? Klar, genau. Es ist ähnlich. Das ist wahrscheinlich ein bisschen größer, was ihr habt. So, hier unten, da hast du viel Platz. Leonie, wenn du mir das mal gerade öffnest, dass wir da mal reinschauen. Also da hast du viel Platz. Ist natürlich gerade erst fertig geworden. Alle eure Modelle sind irgendwie hier zur Messe immer. Ist interessant, wenn wir die gedreht haben in... Letzte 3 Wochen fertig gemacht. Letzten 3 Wochen, sehr schön. Also viele Schränke und dann gehen wir jetzt mal ums Eck rum und dann hat jeder seinen eigenen Einstieg. Ist Klos hier? Ja, genau. Okay, zeig mal. Toilette. Leonie, ich komme dir mal gerade ein kleines bisschen näher. So, jetzt geht's. Hier hätten wir das stille Örtchen ganz in weiß gehalten mit wieder der Klesana Einschweißtoilette, die natürlich super praktisch ist, wenn man auf der See unterwegs ist. Ja, die darfst du auch mal kurz beschreiben, Jan. Wir haben ja eine große Einweisung bekommen im Bereich Klesana. Das ist. Genau. Also man könnte sein Häufchen oder wie du es so schön sagst, Kategorie Nummer 1, ne, könnte man hier reinmachen. Das ja, hier zwei haben wir sogar den Behälter. Hm. Genau. Hier haben wir jetzt, das haben die wohl ganz neu, das ist so ein Behälter, den man in die Toilette reinmachen kann. Und dann könnte man eventuell sein Nachtpipi da reinmachen und das am nächsten Tag raustragen. Oder eben generell das auch trennen. Das heißt dann eben alle Flüssigkeiten kommen hier rein und die festen Artikel kommen unten in die Tüte. Und dann kann man das Ganze ja nach jedem Gang dann einschweißen. Das geht vollautomatisch. Genau. Und das kommt dann in so kleinen Beutelchen unten in einen Auffangbehälter, was sich dann wie eine Ziehharmonika übereinander legt. Und dann ja, es stinkt nicht, man kann es nicht sehen durch die graue Tüte. Es ist auch duftdicht, das ist schon mal ganz wichtig. Das Einzige, was man machen kann, man kann es fühlen. Also wenn man es ein bisschen zerdrückt und so. Naja, komm, okay. Anderes Thema. Ja. Wir gehen jetzt mal durch und da ist das Schlafzimmer. Till, was lachst du denn so? Nein, und die Beutel wirft man aber nicht ins Meer, oder? Nein, die kommen nicht ins Meer, denn... Wie das die viele Schiffe machen. Ja, das darf man auch. Man darf die Fäkalien, darf man auch verklappen, weil der Mensch ist ja nichts anderes wie ein Fisch. Und die machen ja auch einfach rein, die Fische. Die fragen ja nicht. Die haben ja auch keine Klesana. Ja, und es gibt ganz viele Fische immer unter den Yachten und ich sage nicht, warum. Ach so, weil die fressen die Fäkalien. Ja. Na super. Ich habe immer gedacht, die wollen Schatten haben oder so. Aber da hat mich dann mal ein Yachtbesitzer aufgeklärt und geangelt dabei. Nochmal, die Fische fressen die Fäkalien, die Yachtbesitzer unten weg verklappen. Ja. Ja. Echt? Ja, deshalb habe ich nur ein Wohnmobil. Ich esse nie wieder Fisch in der Marina, weißt du das? doch, aber das ist schon ein normaler Kreislauf. Vielleicht hätte ich dann ein Stück von der Leonie dann in mir. Nein. Also hier ist es ja anders, hier ist es ja... Ich wechsle einfach mal das Thema, ja, weil Themawechsel. Ich lege mich jetzt nicht zum Schlafen hin, sondern würde gerne noch ein Büchlein lesen und so habe ich mir jetzt gerade die Lehne nach oben gemacht. So, ihr beide seid jetzt auch Best Friends, Best Buddies, Leonie und Jan. Ihr geht mal beide bitte aufs Bett drauf. Warum der Till nicht aufs Bett will, das werdet ihr gleich selber sehen, weil
Die etwas älteren Leute von der Presse, die dürfen da nicht aufs Bild. Weißt ja, wie es ist. Ja, es müssen immer die Junge, genau. Die jungen, erfolgreichen Bitcoin-Millionäre, genau. Die müssen. Die, oder Formel 1-Rennfahrer. Genau. So, ich zeig das mal gerade. Das ist Leonie und Can. Und es gibt Schlimmeres, oder? Ja, vor allem, wenn der Ausblick dann auch stimmt. Ja, jetzt sehen wir, halt gerade dich, aber... Ja, das ist scheiße, ja. Ich kann mir das so vorstellen, du bist jetzt in Ibiza, genau. zwei Meerjungfrauen. Und dann kommt auf einmal so ein Beiboot angefahren, da kommt so ein italienischer... Ich habe gerade den Barbie-Film im Kopf, wenn ich daran denke. Also der Ken. Genau, ich bin Ken. Okay. Ja. Gut aussehende Männer auf einem Schiff kommen vorbei. Genau, die dann anschließend sagen, naja, habt ihr schon was vor heute Abend? Wir könnten mal in die Altstadt gehen und so weiter. Und dann sagst du natürlich, ja, das Boot, das habe ich mir erst letzte Woche gekauft. Ich hatte damals 2013 mir 200 Bitcoin gekauft für 200 Euro. So war es doch damals, oder? Die direkt am Anfang. Genau, so habe ich das gemacht. Deswegen. Genau. Und jetzt? Total bestellt. So, ich guck mal, da vorne ist eine Ablage. Das heißt, da könnte man was drauf machen. Seine Wasserflasche, nachts sein Handy, was man eben braucht. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schick, das Boot, wirklich. So, wir gehen jetzt mal hoch. Und oben, hast du gesehen, Till, da ist ein Sonnendeck. Aber was noch viel cooler ist, Till, das ist die Leinwand. Hast du die schon gesehen? Da ist nämlich ein Beamer drin. Hast du gesehen, John? Wurde mir eben schon gezeigt, aber ich glaube, der ist ausgestellt. Aber hier kann man direkt ins Meer. Den kann man leider gerade... Oder Fluss oder... Kannst du den anmachen? Genau, da vorne ist nämlich eine Leinwand drin, die kannst du einfach runterfahren. Guck mal hier vorne. Till, neben dir ist, glaube ich, eine Fernsteuerung von der Leinwand. Guck mal. Das ist die Leinwand. Ja. Kannst du den Beamer aktivieren, dass der geht? Nein, der ist jetzt ausgeschaltet. So, Beamer ist aus, aber vielleicht geht der die Leinwand runter. Ihr könnt es aber sehen, da oben ist eine Leinwand drin. Und da kannst du dir vorstellen, du bist jetzt hier, schaust denn nach Cannes, weißt du, die Modemesse, schaust dir die neuesten Sachen an, oder? Leider können wir uns das nicht leisten, also fahren wir den Beamer runter, machen uns das Meer an, legen uns mal kurz hier rein. Genau. Wie ist denn der Schlafkomfort hier? Ist das gut? Sehr weich. Also ich finde es gut. Ich auch. Also nicht zu weich? Ja. So, ist hier noch Stauraum drunter? Und dann, ja. Da darf ich den mal sehen, Leonie. Denn, so, auch hier, oh, irre viel Stauraum. Das kennt man aus dem Wohnwagen. Gell, Till? Die Kinder rein oder Enkel. Ach, da kommt die dritte und die vierte Person hin. Ja. Sehr schön, ja. Riesig. So, und wir gehen jetzt mal auf das Sonnendeck, Leonie. Und da bin ich mal gespannt, wie du da hochkommst. Ich habe mich da eben ein bisschen schwer getan in meinem Alter. Du weißt ja, wie es ist, Till. Ja, ich bin ja noch 2 Jahre älter als du. Das aber gerade so, 2 Jahre. Warte, ich guck mal gerade. So. Du hast mich auch gebeten, ich soll dich nicht dauernd auf dein Alter anspielen. Das mache ich auch nicht mehr. Ich? Nein, du nicht. Der Till und ich, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen und wir sind ja beide schon ein bisschen älter. Das heißt, wir sind ja jetzt in dieser Zielgruppe, wo wir mit so... Eigentlich langsam eine Yacht kaufen müssen. Genau, eigentlich schon, ja. Um das Alter auszugleichen. Das tut mir leid. Eine Yacht, eine Harley. Es klappt übrigens mit dem Klischee, wenn du so eine Yacht oder so ein Boot hast, dann klappt es auch mit der Nachbarin. Ist das wirklich so? Es ist so. Ich habe es gestern noch gesehen. Wie denn? Erklär mal. Ich müsste indiskret sein. Also möchte ich jetzt nicht. Also es gibt dort ältere Herren, die kaufen sich ein Boot und haben direkt eine neue Freundin. Ach, eine neue. Okay, es klappt nicht mit der alten, aber mit der neuen. Ja, oder die alte läuft nicht weg. Ich ja. Also, Till. Ich finde, wir müssen das mal ausprobieren, was sagst du? Super. Siehst du? Das Schöne an dem Boot, das sind ja nicht die Multi. Es sieht ja nur so aus, als würde es Millionen kosten. Es kostet ja keine Millionen. Preis hier, was schätzt du denn? 90, 100, 100. 250.000 ungefähr. Es geht los bei 150.000, da geht's los. Und wie es hier steht, ungefähr 250? Ja, ja. Mit voller Hütte knapp 250.000 Euro. Volle Hütte, hast du gehört. So, ja. So, und dann gehen wir mal hoch. Ich werde jetzt mal hier hochsteigen zusammen. Das geht schon, Leonie. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abreißt. Und dann wäre das der letzte Dreh gewesen auf dem Kanal. Aber es geht gut. So, wir sind oben. Da wären natürlich die Campingmöbel, würde ich jetzt mal austauschen, damit ihr etwas mehr Eindruck machen könnt bei der... Müssen wir austauschen. Wegen was Schickeres, Moderneres. So, das können wir mal sehen. Teppich rein. Oh ja. Ja. Ich hätte gerne noch eine kleine Mini-Palme. Eine Mini-Palme? Ja. Da vorne sind die Solarzellen, da sieht man es. Man könnte das natürlich noch größer machen, müsste dann aber auf die Solarzellen verzichten, Till. Und das würde ich nicht. Du hast hochgeschafft.
Ja, es ist sehr einfach. Man geht die Treppe hoch und ist oben. Sehr schön. Also wie zu Hause. So, da ist das Sonnendeck und wir gucken jetzt mal über die ganze Halle. Ich habe ja schon hier Respekt, weil wenn du hier natürlich runterfällst, auf den Hallenboden ist nicht so angenehm. Ist hart, ne? Ist härter als beim Handballspielen. So, wenn ich aber hier reinfalle ins Wasser, das ist ja gar nicht so schlimm dann. Man sollte dann auch von hier, würden die Kinder und Enkel ja ins Wasser springen, ne? Weiß ich nicht, also ob man das dann macht. Und die beiden, ist ja interessant, da lässt man euch mal 10 Sekunden alleine, habt ihr direkt die schönste Ecke hier in dem Boot gefunden. So, ich komme mal zu euch. Can, wäre das eine Alternative? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Es gibt Schlimmeres, habe ich ja eben schon gesagt, als wir da. Also, welchen Führerschein brauche ich dafür, um das ziehen zu können? Je nach Land gar nichts. Das heißt, aber das ich muss ja aus Deutschland schon mal rauskommen. Also. Aus Deutschland muss man rauskommen, richtig. Aber auch in Deutschland ist bis, glaube ich, 6 kW, glaube ich, Führerschein frei, oder? Ich meine schon. Ich gehe mal davon aus, dass man das im jeweiligen Land auch stehen lassen kann gegen Gebühr. Ja. Und dann könnte ich es ja von da aus mitnehmen. Das nennt man Hafen. Ach, Hafen, okay, ja. Ja, Hafen, genau. Schön. Ja, das Ganze ist richtig schick. Und die Wartezeit, was denkst du? Och, ein halbes Jahr. Halbes Jahr ungefähr, ja. Ich wollte mir mal ein Boot, also vor 10 Jahren habe ich mein Haus verkauft und ich wollte im Hafen leben in Düsseldorf. Und da gab es nur echte Hausboote und das wollten die nicht, dass ich da ein Hausboot, ganz schwer einen Platz zu kriegen mit Hausboot. Aber ein Boot wäre unfassbar aufwendig gewesen, also mehrere Millionen, auf dem man leben kann. Und damals gab es diese Klassen noch nicht oder jedenfalls nicht so verfügbar wie jetzt. Das könnte man ja jetzt als Schiff, als Boot in den Hafen legen, aber drauf leben wie im Hausboot. Könnte man. Ist vielleicht ein bisschen klein mit der Family und allem. Oder denkst du, es wird gehen? Also mit Frau und Tochter? Ja, damals war ich Single. Single mit Freundin, das geht. Mit Freundin geht, ja, das stimmt. Und da vorne, da macht die Leonie. Ach. Leonie. Also im Prinzip könnte man hier seine Sachen, weil man muss ja, sie hat mir gerade erklärt, man müsste alles abräumen, wenn das Boot natürlich aus dem Wasser kommt. Okay. Wenn das dann hier verstauen. Ich habe jetzt echt gedacht, du stirbst gleich, ja. Und ich brauche dich noch für einen Dreh. Danach wäre es mir egal. Oh, okay. Aber ja, der Vorteil ist, dass die Solarmodule ausgerichtet werden können. Stimmt, in einem besseren Winkel. Ja. Also das war wahrscheinlich gar nicht die Idee, aber es ist ein Nebeneffekt. Das ist natürlich in Ibiza, wo hier die beiden Mädels unterwegs sind, spielt es eh keine Rolle, weil die Sonne nur von oben im perfekten Winkel scheinen wird. Ja. So. Ja, wir machen einen Cut. Wir sind auf der Boot 2024 zusammen mit Leonie und Can. Erkunden viele Dinge, zumal auf dem Stand hier von Karakat. Die Leonie müssen wir gleich hier lassen. Till, du bist schon ein bisschen länger auf der Boot jetzt, oder? Ja, seit letzten Freitag. Gab es irgendein Highlight? Ich fand, die Elektroboote sind zunehmend ein Highlight und die Hausboote. Und die Hausboote. Die werden wir heute erkunden zusammen. Du hast dich bereit erklärt, hast gesagt, ich habe zwar viel zu tun, aber mit dir gehe ich gerne mit. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.